Dresden im Juni 1989. Nach 10 Titeln in Folge für den Stasi-Club BFC Dynamo dürfen die Sachsen endlich wieder eine Meisterschaft feiern. Da sind sie im Stadion, die Mannschaft und die Das ist... Ja, das wird die Siege, wo wir Meister Meisterfeier. Hier, guck an. Hier kommen die Feuerwehr. Allen Widrigkeiten wie Berlin-freundlichen Schiedsrichtern zum Trotz, Dynamo hat die beste Mannschaft der DDR und die liefert die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Alfons Saupe als Vorsitzender und Bernd Kiesling, heute würde man sagen als Manager, sind die Macher. Wir zählen damals als Mannschaft 88, 89 zu den Top 10 in Europa. Und da waren natürlich einige Namen auf der Liste ganz oben. An der Spitze die Jungstars Ulf Kirsten und Matthias Sammer. Für DDR-Verhältnisse geht es den Dresdner Kickern ausgezeichnet. Ihre Gehälter beziehen sie als Volkspolizisten. Mit der Meisterschaft lassen sich die Dynamos ihre Siegprämie aufstocken. Statt 200 gibt es nun 500 Ostmark pro Spiel. Die Vorgabe, für Trainer Geier und sein Kollektiv den Europapokal bis 1992 nach Dresden holen. Niemand ahnt an diesem Tag, dass in gut 5 Monaten die Mauer fallen wird. Und nahezu vergessen ist ein Ereignis, was erst ein Jahr zurückliegt. 28. Mai 1988. Die Sensation beim Spiel gegen Jena ist ein prominenter Tribünengast. Nie zuvor hatte es das gegeben. Bei einem DDR-Oberligaspiel höchstpersönlich anwesend der Bundeskanzler Helmut Kohl. Auf einmal rief Wachmann bei mir an, der vom Saal und sagte, hier will einer Karten abholen für den Kohl, für den Herrn Helmut Kohl, Bundeskanzler. Dann dachte ich auch, naja, der muss betrunken sein oder irgendwas. Und auf einmal stand ein Mann vor mir, den ich natürlich auch nicht kannte, und der wies sich aus. Regierungssprecher der Bundesrepublik Deutschland, Ost. Ich sage, es ist ja unglaublich, und sagte mir, wir sind zum Privatbesuch hier und der Herr Helmut Kohl möchte heute gern zum Fußball kommen und wir brauchen 5 Karten. Ja, und ich hatte dann gesagt, Staatsbesuch, Bundeskanzler, 5 Personen, muss ich die empfangen? Ja, ich habe ihn dort in Empfang genommen, habe ihn begrüßt, habe gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie sitzen neben mir. Kohl ist zum ersten Mal seit seinem Amtsantritt in der DDR. Ein Dreivierteljahr nach dem Honecker-Besuch im Westen will er ein ungeschminktes Bild vom Osten. Deshalb sucht er in der Halbzeitpause regelrecht den Kontakt zu den Dresdner Anhängern und genießt das Bad in der Menge. Wir haben uns ganz locker unterhalten über den Fußball. Er wollte von mir wissen, wie macht ihr das mit dem Nachwuchs, wie entwickelt ihr eure eigenen Spieler. Ich weiß ja, sagt er, dass ihr keine kaufen könnt und so. Die Filme aller Fotografen werden nach dem Spiel konfisziert. So sind diese Aufnahmen die einzig erhaltenen Fotos vom Kohl-Besuch im Stadion. Zu finden im Aktenbestand der Stasi-Unterlagenbehörde. Für mich war es sehr interessant, als wir dann so ungefähr 2-3 Minuten vor Ende des Spieles, hat er gesagt, ich gehe jetzt. Und sind die aufgestanden, 5 Personen waren das, so war das. Und da sind die raus, da habe ich die bis zur Tür geschafft, am Ausgangsbereich WIP. Und da hat er mir die Hand gegeben und gesagt, auf Wiedersehen, Herr Saube. Keine 18 Monate später fällt die Mauer. Von dem Ereignis und seinen Konsequenzen wird auch die Dynamo-Führung völlig überrascht. Ja, das war natürlich dann jeden Tag für uns wie ein Tsunami gekommen, weil jeden Tag war irgendwas anderes, Spielberater und wollte das und das und das. Für die DDR-Stars wie Kirsten, Sammer oder Thom gibt es nur ein Ziel, die Bundesliga so schnell wie möglich. 4 Wochen nach dem Mauerfall ist der erste Transfer perfekt. Andreas Thom wird am 1. Januar für den BRD-Bundesligisten Bayer Leverkusen stürmen. Der Thom-Transfer ist für den umtriebigen Bayer-Manager Rainer Kallmund erst der Anfang. Auch Kirsten und Sammer haben bereits Verträge mit dem Werksclub unterschrieben. Muss man noch was Besonderes einfahren lassen, nach dem Motto, nur die Schnellen fressen die Langsamen. Als die anderen Vereine versucht haben, höflich mal anzufragen, da hatten wir in Leverkusen eigentlich schon zugesagt. Von den direkten Verhandlungen oder wer da mit den Spielern gesprochen hat und so, da waren wir die Letzten, die es erfahren hatten. Deutlich besser informiert ist der Bundeskanzler. Er kehrt im Dezember 89 nach Dresden zurück, hält an der Frauenkirche seine berühmte Rede. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt,
die Einheit unserer Nation. Aus Sorge, die Euphorie in Sachen Wiedervereinigung zu gefährden, greift Kohl zu einem ungewöhnlichen Mittel und mischt sich ins Transfergeschäft mit den Ostkickern ein. Die Gesamtkonstellation hat sich nur geändert, als Helmut Kohl zu der damaligen Zeit in Dresden war und Bayer Leverkusen aufgrund der Bayer-Situation auch so ein bisschen ein negatives Image bekam. Bayer kauft den Osten leer. Kohls Machtwort verhindert zwar Sammers Transfer nach Leverkusen, doch sowohl er als auch Kirsten sind nicht in Dresden zu halten. Längst hat für Bernd Kiesling und Alfons Sauper ein verzweifelter Überlebenskampf begonnen. Das nahende Ende der staatlichen Förderung wollen sie mit dem Verkauf ihrer Stars abfedern. Vom Eintrittsgeld kannst du keinen Fußballclub bestreiten. Also da musst du schon Sponsoren haben und die mussten erst aufgebaut werden. Die waren auch alle weggebrochen. Und das haben wir dann beide auch organisiert. Der Plan? Sammer und Kirsten im Paket zu den Bayern. Für 7 Millionen D-Mark und im Rahmen einer Kooperation. Bei einem Essen mit Uli Hoeneß soll alles perfekt gemacht werden. Aber es war so, dass damals Jupp Heynckes schon Trainer war. Er kam dann dazu und naja, Spieler aus dem Osten, das ist schwierig. Ey, die sich an unser Westniveau gewöhnt haben, bin ich hier kein Trainer mehr. Ich brauche keine Spieler aus dem Osten. Trank seinen Rotwein aus und ging und das war erledigt. Ui. Ich denke, das ist allgemein so gewesen, wenn man jemanden aus dem Ausland geholt hat, dass sie erstmal eine gewisse Anlaufzeit brauchten. Ich glaube, wir haben sie nicht ganz so gebraucht. Sauper und Kiesling bekommen von Hoeneß immerhin Musterverträge. Damit werden ihre Spieler auch formell von Amateuren zu Profis. Die Unterschriften der Kicker holen sich die Dynamo-Bosse mit lukrativen Beigaben. Ab sofort erhält jeder Spieler 1000 D-Mark im Monat. Der nächste Köder? Ein Westwagen, den jeder Spieler kostenlos fahren darf. Als Gegenleistung darf der Autohändler ab März 1990 auf dem Stadiongelände Gebrauchtwagen verkaufen. Noch im selben Monat, keine 2 Jahre nach seinem Erstbesuch, ist der Kanzler erneut auf dem Weg ins Dynamo-Stadion. An diesem Tag findet ein Benefizspiel für den Wiederaufbau des Dresdner Schlosses statt. Auf der Tribüne gibt es ein Wiedersehen. Und er hat wieder neben mir gesessen, hat wieder der Bundeskanzler, wie sieht denn das aus, wir nehmen ja DDR-Geld ein. So, damit kann ich mir aber nicht kaufen, der dann am Ende sagt, so, können wir es umtauschen. Und so, wie willst du denn, ich sage, 1:2. Versprochen. Eine Woche nach dem CDU-Wahlsieg in der DDR wird für Kohl die Dresdner Gala zum Heimspiel. Er geht als Einheitskanzler in die Geschichte ein. Ulf Kirsten wechselt im Sommer 1990 nach Leverkusen, Matthias Sammer zum VfB Stuttgart. Dynamo Dresden kassiert damals für beide rund 6,5 Millionen D-Mark. Als sich der Verein ein Jahr später für die Bundesliga qualifiziert, sind Kiesling und Sauper als Altlasten bereits gefeuert. Bernd Kiesling war schon nach dem ersten Kohl-Besuch in Dresden von der Staatssicherheit bestraft worden. Sein Vergehen? Die Annahme von 25 Westmark für die 5 Eintrittskarten des Kanzlers. Das wäre ein Verstoß gegen das Devisengesetz. So habe ich dort eine Rundumerneuerung gekriegt. Und noch als Dank dafür einen strengen Verweis. War wunderbar. Katastrophe. Auch die Autogrammjäger werden bestraft. Nachdem sie von der Staatssicherheit ermittelt sind, bekommen alle ihre Dauerkarte entzogen.